Zugeschaltet ist Dr. Klaus Reinhardt. Er ist Präsident der Bundesärztekammer. Schönen guten Morgen, Herr Reinhardt. Guten Morgen, Frau Bochhammer. Also, es kommt jetzt ein knallhart Lockdown über Ostern. Was sagen Sie dazu? Macht das aus medizinischer Sicht Sinn? Naja, eins macht natürlich Sinn. Die Reduktion von Kontakten ist im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung eines der wesentlichen und zentralen Bausteine und Maßnahmen. Insofern ist das schon richtig. Ein bisschen bedauerlich ist, dass wir keine Alternativen in den letzten Monaten entwickelt haben zum Lockdown. Und insofern, glaube ich, muss man jetzt, wenn man zum jetzigen Zeitpunkt diese Alternativen nicht zur Verfügung hat, tatsächlich so handeln. Aber es muss jetzt tatsächlich dann auch mal daran gearbeitet werden, dass wir vernünftige Alternativen entwickeln, um das nicht immer wieder notwendig zu machen. Wenn man es ein bisschen härter formuliert, wird damit jetzt also das Versagen auf allen anderen Ebenen übertüncht mit einem neuen Lockdown, nämlich das Versagen auf der Teststrategieebene und auf der Impfstrategieebene? Ja, und auch auf der Strategieebene der digitalen Kontaktverfolgung zur Unterbrechung von Infektionsketten. Auch an der Stelle, glaube ich, hätte man in den letzten Monaten sich fortentwickeln können. Und bei der Diskussion um Datenschutz gegenübergestellt den Freiheitsrechten, glaube ich, hätte man der Bevölkerung durchaus vernünftig klar machen können, dass es vielleicht sinnvoll ist, für einen gewissen Zeitraum mit der elektronischen und digitalen Kontaktverfolgung sich fortzuentwickeln, um es möglich zu machen, in uneingeschränktem Maße miteinander sozialen Kontakt zu pflegen. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, ist, dass jetzt wieder nur auf Inzidenzen geschaut wurde, aber zum Beispiel nicht auf die Altersstruktur der Infizierten. Wenn immer mehr junge und auch symptomlose Menschen sozusagen getestet werden, positiv und keine Risikogruppen, dann muss man doch auch ein bisschen differenzierter reagieren, oder nicht? Das ist auch immer meine Position gewesen. Wir sehen uns aber jetzt konfrontiert mit Argumenten, die darin bestehen, dass festgestellt wird, dass offensichtlich erstens die britische Variante nicht nur ansteckender, sondern angeblich auch gefährlicher sein soll, auch für Menschen jüngeren Datums. Und wir sehen uns auch dem Argument ausgesetzt, dass auch bei Infektionen in der jüngeren Bevölkerung nicht alle nur harmlos verlaufen, sondern es auch bei vielleicht relativ harmlos verlaufenden Erkrankungen an sich trotzdem zu Langzeitfolgen kommen kann, da niemand wirklich genau weiß, zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls, was an diesen Argumenten dran ist, ist es natürlich, da ist Vorsicht an dieser Stelle dann immer angebracht. Und insofern ist es schwierig, da endgültige Entscheidungen zu fällen und zu sagen, es ist nicht so schlimm, wenn jüngere Menschen informiertermaßen daran erkranken. Die Alten haben wir jetzt geschützt. Also dieses Argument ist zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich eher dann doch fahrlässig, so nahe es liegt und so gern man es vielleicht führen würde. Insofern, glaube ich, habe ich durchaus Verständnis dafür, dass wir jetzt vorsichtig sind. Was mir fehlt, ist eben eine vernünftige Teststrategie. Man kann auch darüber nachdenken, ob man das Impfen tatsächlich insofern jetzt verändert, indem man sagt, man reserviert nicht die zweite Impfdosis für diejenigen, die die erste erhalten haben, sondern man impft jetzt tatsächlich alle ersten Impfdosen durch, im festen Wissen darum, dass wir ja dann doch jetzt mehr Impfstoff bekommen sollen. Ich glaube, dann wäre die Zahl derer, die zumindest eine erste Impfung erhalten hätte, größer. Ich finde, darüber muss man zum jetzigen Zeitpunkt diskutieren, wenn wir uns an solch einem Punkt befinden, an dem wir uns jetzt sehen. Sprechen wir noch mal über die Mutante. Sie haben es gerade eben gesagt, sie soll deutlich gefährlicher sein, aber bewiesen ist das doch alles noch nicht. Ich kenne keine Studienlagen dazu, die abschließend wirklich wissenschaftlich evident nachweisen, wie die Situation ist. Es gibt Hinweise in die eine wie die andere Richtung. Aber wenn es Hinweise dafür gibt, dass die britische Mutante offensichtlich nicht nur ansteckender, sondern auch gefährlicher sein soll, dann glaube ich, muss man Vorsicht walten lassen. Das finde ich angemessen, jedenfalls zu einem Zeitpunkt, wo man sich dessen nicht sicher sein kann. Man muss natürlich auch darauf schauen, dass die Menschen immer frustrierter werden, wenn sie jetzt die Maßnahmen nicht mehr umsetzen, weil sie sie einfach nicht verstehen oder auch nicht nachvollziehen können, dann ist ja auch keinem geholfen, oder? Nein, das ist definitiv schwierig. Ich finde, das Hin und Her zwischen Inzidenz 100, 200 für Schulen sind 200, sollen 200 gelten, für die Notbremse soll 100 gelten. Dann sollen einzelne Tage wie
der Kar-Samstag zum Beispiel als Ruhetage definiert werden. Also die Kleinteiligkeit der Maßnahmen und der Wechsel der Maßnahmen von Ministerpräsidenten, Kanzlerin-Sitzung zu Sitzung ist, glaube ich, für viele Menschen einfach, selbst wenn sie sich die Mühe geben, es nachzuvollziehen, schwierig nachzuverfolgen und in jedem Falle zu verstehen und auch noch zu wissen, was gilt jetzt eigentlich gerade. Und insofern, glaube ich, kann das nicht die weitere Perspektive sein. Die weitere Perspektive muss tatsächlich sein, dass wir auch das tun, was wir in pragmatischen Regionen der Republik schon beobachten. Ich habe oft schon erwähnt, das Beispiel Tübingen oder Rostock, in dem man tatsächlich durch umfangreiches, gut organisiertes, durch Kommunen organisiertes Testing dafür sorgt, dass Menschen in einem möglichst sicheren Grad miteinander umgehen können, jedenfalls in einem begrenzten Rahmen. Und wenn wir uns an dieser Stelle nicht fortentwickeln, glaube ich, wird das Verständnis und auch das Mitmachen für die Maßnahmen tatsächlich schwierig werden. Sagt Dr. Klaus Reinhardt. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.